Jetzt wollen wir wissen, welche Chancen die Macht und Ohnmacht der Sprache bietet. Und unser heutiger Gast wird uns das mit dem Märchen von dem Mädchen mit den goldenen Zöpfen zum Ausdruck bringen. Gerald Koller, den wir schon im Vorjahr in Feldbach begrüßen durften und der uns mit seinem Vortrag sehr beeindruckt hat und bestärkt hat, den Feldbacher Bildungsweg weiterzugehen, ist Risikopädagoge, Changemaker und Zusammendenker. Er ist Fachberater, Referent und Autor im Brückenbereich zwischen Kommunikation, Gesellschaft und Gesundheit und hat dabei Landkarten für die Beziehungsbildung in Schulen, Betrieben und Gemeinden und Regionen entwickelt. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, ob der Herr Koller mit seinem Märchen den Kindern das Wasser reichen kann. Schön, danke. Ja, danke, dass Sie mich hier willkommen heißen im Raabtal, in einer der, so glaube ich, und durch meine Reisetätigkeit kann ich das auch ein bisschen evidenzbasiert belegen, glaube ich, größten und aktivsten Impulsregionen Europas, was die Zukunft der Bildung betrifft. Fahren Sie einmal woanders hin, dann merken Sie einen Unterschied. So gesehen wäre es jetzt eigentlich unglaublich gemütlich, da zu bleiben. Ich möchte Sie aber zu einer Reise einladen, einer Reise nach Sizilien, denn unsere Geschichte kommt von dort. Und wie jede gute Reise geht die nicht linear, einfach durch ein paar Tunnels vom Ausgangsbahnhof zum Ziel, das wäre ziemlich langweilig, sondern sie beginnt im mittelalterlichen England. Dort gab es ein Kloster, es steht nicht mehr, es ist nur überliefert, dass da an der Eingangspforte ein Spruch stand, der für den Ankommenden und die Ankommende ein Stück weit Hilfestellung geben sollte. Da stand geschrieben: Rede nur dann, wenn es das Schweigen verbessert. Was für ein weiser Spruch. Rede nur dann, wenn es das Schweigen verbessert. Das heißt, mach keine heiße Luft. Ja? Nur nicht Dampf plaudern, nur weil Sprache angeblich ist. Ja? Man müsste den Spruch an so manchem Landtag, erst recht am Parlament, wenn wir uns hätten, anbringen. Bei mancher Fernsehstation, mir fallen Fernsehstationen ein, da bräuchte man schon eine ganze Fahne. Rede nur dann, wenn es das Schweigen verbessert. Da blieben manche angebliche Zeitungen leer. Besonders die, die man gratis an jeder Bahnhaltestelle bekommen kann und die reine Demagogie sind. Da wäre Schweigen viel besser. Da würde so mancher beim Armin Wolf 5 Minuten schweigend dastehen. Weil das, was er sagt, hat er ja nur gelernt, dass er 5 Minuten redet, ohne was zu sagen. Also eine reine Verteidigungsstrategie, die ja auch die Stinktiere haben. Die lassen anschauen und dann geht man weg. Das ist ein arger Beginn, gell? Aber wir sind ja noch in England. Auch die Oktopusse, die machen und verschwinden in Tinte und Nebel. Und wir haben gelernt, alle, das auch mit Sprache zu tun. Auch ich kann das gut, ich kann sie dusselig reden. Ja? Aber macht diese Sprache Chancen? Oder ist da nicht eben Schweigen besser? Habe ich überhaupt zum Beispiel etwas zu sagen? Ich muss mir das ja selber fragen, ne? Also ich bin hierher gereist, Sie haben einen wunderschönen Abend, einen lauen, hier herinnen zu verbringen vor und kann ich Ihnen was Neues sagen? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Es gibt nichts Neues zum Sagen. Wir alle wissen, wie Leben gelingt. Wir wissen, wie unser eigenes Leben gelingt, mitunter erinnern wir uns dann. Wieder und so. Mal spazieren gehen tut eigentlich gut, zum Beispiel. Ja.
Wir wissen auch, wie Miteinanderleben gelingt. Auch da brauchen wir immer wieder Erinnerungen. Es gibt ja Menschen, die gehen hoch hinaus, fallen dann vom Himmel und sprechen von einer milden Diktatur, die eigentlich ganz gut war. Ja, da denkt man sich dann doch, über 10 Kilometer oben wird die Luft sehr dünn, das dürfte dem Gehirn nicht gut tun. Und das finden andere gut, weil es ist ja von einer Limonadenmarke unterstützt. Also wir müssen bei der Sprache schon ganz genau hinhören. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir uns nicht auf das Innovativste, Neueste, und deswegen sage ich, ich kann Ihnen nichts Neues erzählen, denn Sie wissen, wie Leben gelingt. Wenn Sie heute rausgehen und sagen, der hat absolut nichts Neues erzählt, bin ich zufrieden. Wenn Sie dazu noch sagen, dass, was Sie gerade gesagt haben, Frau Buchleitner, eigentlich sind wir ganz gut auf Kurs da im Rabtal, dann bin ich noch zufriedener. Dann hat sich nämlich dieser Abend gelohnt. Ich mag Ihnen nämlich Rückenwind geben, anstatt Ihnen was Neues zu erzählen in einer Welt, in der das Innovative angeblich immer das Beste ist. Sie haben doch sicher schon das, das Samsung 8.0, gell? Das neueste Handy, das ist ja jetzt das Beste. Wie konnten wir nur mit dem 7.0 überhaupt leben? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir sehen, was mit Sprache gleich verbunden wird, ist sehr oft illusionär, wenn nicht sogar hochgradig verführerisch. Wie neu ist gut, mitunter, wenn es auch wirklich neu ist. Ansonsten, glaube ich, ist es ganz gut, einmal mit dem Herzen hineinzuhören. Und deshalb glaube ich, dass Sprache dann Chancen macht, wenn sie ins Schweigen eingebettet ist. Denn im Schweigen kann vielleicht so ganz was Neues, wirklich Neues, was ganz anderes vernommen werden, nämlich die Sprache unseres Herzens. Märchen und Geschichten, Mythen, die haben mit der Sprache des Herzens zu tun. Seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, sie sind die ältesten Bildungsgüter, die ältesten Bildungstransporteure, die wir kennen. Früher hätten wir uns an einem solchen Abend an der Rab zusammengesetzt oder auch im Herbst nach der Ernte, jemand hätte eine Geschichte erzählt und wir hätten die Bilder, die da drinnen letztlich unsere innere Landkarte sind, verstanden und aus dem heraus wäre Bildung entstanden. Es heißt Bildung und nicht Wortung. Da, wo mein inneres Bild mit dem des anderen ein Stück weit ins Schwingen kommt, also wo Resonanz entsteht, dort können wir auch dann miteinander Bilder entwickeln, aus denen heraus Entwicklung möglich ist, aus denen sich eine ganze Region bilden kann. Also ich halte Märchen und Geschichten für ganz wesentliche Möglichkeiten, die verschiedenen Aspekte des Menschseins zusammenzubringen und die jenes, weil sie uns ja immer auch erzählen, wie Wandlung gelingt. Es ist ja am Ende nicht so wie am Anfang. Es sind nicht 10 Reformen passiert in einem Märchen, was ja sozusagen die Verhinderung von Bildung ist und von Entwicklung und von Wandel. Das heißt ja auch Reform, also alles in die alte Form bringen. Sondern es ist in der Tat eine Transformation passiert. Der Held, die Heldin, hat sich 10-mal die Nasen blutig gerannt, ja? Ist 10-mal in Gatsch geflogen, aber irgendwo, oft durch das Glück des Tüchtigen, oft durch kindliches Gemüt, sehr oft aber auch durch die Hilfe der Begegnung des anderen, passiert Veränderung.
Und ich habe so ein Märchen heute mitgebracht, weil es eben heuer um die Sprache geht, das das ganz provokant aufgreift, weil es zeigt, es gibt nicht nur die Möglichkeit, Chancen zu generieren und uns selbst und die Welt zu verwandeln mit Sprache, sondern auch in der Sprachlosigkeit. Und wir sind ja hier und da sprachlos, ne? Also hier und da stehst du ja machtlos vis-à-vis. Und es bleibt dir fast die Spucke weg. Und dann denkst, was da jetzt wieder? Sie haben es auch leise angetönt. Gut, dass es nur leise war. Weil man sollte Unnötigen nicht so viel Macht geben. Aber dieses Märchen nimmt gerade die Sprachlosigkeit, wie das Schweigen auch, als die eigentliche Qualität, eine ganz neue Sprache zu entwickeln und eine ganz neue Qualität des Wandels. Und das jetzt dann hier eineinhalb Tage nach diesem Abend um Sprache geht, möchte ich heute ganz stark auch diesen Zusammenhang von Sprache und Schweigen ins Spiel bringen. Das Märchen heißt Tilio oder das Mädchen mit den goldenen Zöpfen, kommt aus Sizilien, so weit sind die Brüder Grimm nicht gekommen. Es ist also nicht gemainstreamt. Weil die Grimmschen Märchen, da war es man schon ungefähr. Das ist so ungefähr wie heute die Rosenheim-Cops, die sie versäumen. Ist ja auch ein Märchen, das so in der Polizei zugegangen hat, wie jeden Donnerstagabend. Die Brüder Grimm haben das alles in ein relativ klares Korsett gefasst, das, was sie gesammelt haben. Aber im Gegensatz zum Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe sind sie nicht bis Sizilien in ihrer Sammlung gekommen. Und deswegen finde ich das spannend. Es werden Bilder sein, die für sie vielleicht da und dort eben nicht so mitteleuropäisch bekannt sind, aber vielleicht gerade dadurch in ihrer Kraft besonders wirken können. Wollen wir losreisen? Es war einmal ein Mädchen, von dem hieß es, dass es so schön sei, dass sogar die Sonne bei ihrem Anblick erblasst wäre vor Neid. Haare sollte sie haben, so golden scheinend, dass sie über die Sonne blendete, aber darüber hinaus noch. Immer dann, wenn sie einen Fuß auf den Boden setzte, blieb ein goldener Fußabdruck zurück. Und wenn sie die Hände rieb, da fielen allsogleich goldene Weizenkörner heraus. Ein Wunder also. Doch ein Fluch lag auf dem Mädchen. Einst hatte eine Hexe es verflucht, kein Sonnenstrahl durfte ihre Haut treffen. Sonst wäre sie allsogleich verbannet. In den Bauch des größten Walfisches, tief unten am Meeresgrund. Daher lebte das Mädchen in einem Haus, in dem alle Fenster verschlossen waren und alle die Türen, und niemand konnte die Schönheit dieses Mädchens sehen. Das Mädchen aber hatte einen Bruder, Tilio hieß der, und der arbeitete am Königshof und stand dort durchaus im Ansehen. Und als der junge König nun dachte zu heiraten und durch sein Reich fuhr und ritt und all überall junge Mädchen und Prinzessinnen zu Gesicht bekam und ihm doch keine wirklich gefallen wollte, und er immer wieder enttäuscht zurückkehrte, da fasste sich Tilio ein Herz und trat vor den König und erzählte von der Schönheit seiner Schwester, vergaß aber auch nicht, den Fluch zu erwähnen. Der König aber, er war neugierig geworden, er wollte das Mädchen kennenlernen und so bat er Tilio hinzureisen mit einer Kutsche, die er ganz mit Samtstoff auskleiden ließ, sodass kein Sonnenstrahl hereinkommen sollte. Und so setzte sich denn Tilio des Abends auf den Kutschbock
und fuhr die ganze Nacht zum Haus der Schwester. War er nun angekommen und trat ein und erzählte der Schwester vom Ansinnen des Königs und konnte sie auch überzeugen, mitzureisen. So wurde denn gewartet, bis die Nacht ganz dunkel war, und dann trat die Schwester das erste Mal hinaus ins Freie und hinein in die Kutsche, und die Fahrt ging los. Durch die halbe Nacht und in den frühen Morgen, bis am Vormittage zwei Frauen am Straßenrand standen und baten, mitgenommen zu werden. Tilio, er wollte sie auf den Kutschbock herauflassen, doch die Schwester rief: Ach, gib doch eine Decke über die Tür, dann können die beiden doch schnell herein, ist's doch viel bequemer. So wurde es denn auch gemacht und die Fahrt ging weiter. Bald aber schon begann eine der beiden Hexen, denn sie war es, die das Mädchen einst verflucht hatte, mit ihrem spitzen Nagel ein Loch in den Samtstoff zu bohren. Und bald schon war ein Sonnenstrahl hereingefallen, traf des Mädchens Haut und plötzlich war sie weg. Verflucht und verdammt in den Bauch des größten Wals, tief unten am Meeresgrund. Tilio aber schlugen die beiden mit Sprachlosigkeit. Kein Wort mehr konnte über seine Lippen kommen. Und als er nun beim Königshof hereinfuhr und der König im Abenddämmer schon ganz festlich gestimmt und voll der Neugier wartete, wer denn da wohl nun aussteigen sollte, sah nur zwei hässliche Hexen da aussteigen und sonst niemand. Und kein Wort der Erklärung konnte Tilio finden. Der König musste gute Miene zum Spiel machen, so wies er denn den beiden Frauen einen Platz an, ganz hinten im letzten Teil des Schlosses bekamen sie Unterkunft, Tilio aber ward degradiert zum Gänsehirten. Nun musste er im Staub jeden Tag mit den Gänsen durchs unfruchtbare Land ziehen. Das war ein Jammerleben. Traurig zog er den Gänsen nach. Die wollten immer wieder runter zum Meeresstrand. Und so ging er ihnen nach und saß da und weinte bittere Tränen über sein Schicksal. Wo auch die Schwester blieb, da sah er einen Wal auftauchen, aber der war gleich wieder weg. Die Hexen aber waren inzwischen
nicht müde, Tilio endgültig zu vernichten. Sie gingen zum König und sagten, Tilio, er sei in Wirklichkeit ein mächtiger Zauberer. Und wenn er es nur wolle, dann könne er in nur einer Nacht das ganze Ödland rund ums Schloss zum Grünen bringen. Der König ließ Tilio kommen und hieß ihm, das in auch nur einer Nacht zu machen. Und wenn er es nicht schaffen sollte, dann wäre er eben morgen einen Kopf kürzer. Tilio war verzweifelt, das war ja unmöglich. In einer Nacht all dies Ödland, das über Jahrhunderte hier im Staub lag, zum Grünen bringen. Er folgte den Gänsen mit dem Wissen, dass das wohl sein letzter Abend war. Hinunter ans Meer, und da saß er nun und weinte bittere Tränen, warum das Schicksal es so schlimm mit ihm gemeint. Da war der Wal wieder, und der öffnete das Maul, und da stand ja seine Schwester, und er hörte sie rufen. Tilio, Tilio, nimm einen Besen und kehr das Land die ganze Nacht durch, und du wirst sehen, alles wird gut. Einen Besen nehmen, das Land kehren, aber was hatte er denn noch zu tun, ne? Also holte er einen Besen und kehrte das ganze Land Stunde um Stunde rund ums Schloss. Und am Morgen, oh Wunder, waren da überall Wiesen und Weiden und es grünte. Der König war begeistert. Die Hexen fluchten. Jetzt wollten sie es wissen. Gingen hin, ja, ja, Tilio, er sei ein wirklich mächtiger Zauberer. Er könne auch in nur einer Nacht da überall Wege, Straßen, Brücken bauen, wenn er es nur wollte. Und wieder war es ihm gesagt. Und wieder war es ihm geheißen und wieder war ihm der Tod angedroht, wenn er es nicht schaffen sollte. Was auch immer in der letzten Nacht passiert war, aber Wege, Straßen, Brücken, den Gänsen nach verabschiedete er sich unten am Meer, als der Wal wieder auftauchte und diesmal schon viel näher. Und die Schwester sah, wie sie rief und sagte, Tilio, nimm einen Besen und kehr. Du wirst sehen, was passiert. Mit ein wenig mehr Hoffnung, aber dennoch nicht wissend, was da denn jetzt geschehen solle, kehrte er das nun grüne Land. Und am nächsten Morgen? Weglein, Plätze, Straßen, Brücken. Der König war außer sich vor Freude. Die Hexen außer sich vor Wut. Jetzt wollten sie alles auf eine Karte setzen. Sie gingen zum König und sagten, ja, ja, der könne auch in nur einer Nacht all überall es machen, dass Quellen aus der Erde sprießen, dass Bächlein fließen, Flüsse und Seen. Und ein drittes Mal war es ihm geheißen und ein drittes Mal der Tod angedroht, wenn er es nicht schaffen sollte. Also bis jetzt war es ja gut gegangen, aber wie sollte hier in diesem heißen Land plötzlich Wasser aus der Erde kommen? Jetzt war es wohl wirklich vorbei mit seinem Leben. Und so ging er hinunter zum Meer, um Abschied zu nehmen. Als der Wal auftauchte und die Schwester schon ganz nah zu sehen war und sie rief, tu's ein drittes Mal, kehre und kehr das Land. Und du wirst sehen, überall wird Wasser sein und die Fische werden einziehen. Zuerst die Kleinen, dann die Größeren, am Ende die Wale und der Größte zuletzt. Und wenn der das Maul öffnet, dann springe ich heraus und dann lauf hin und fang mich auf. Dann bin ich gerettet. Und so tat es. Und wirklich am Morgen, all überall, Quellen, Brunnen, Bäche, Flüsse, Seen, der König mit dem ganzen Hofstaat trat auf den Balkon und
dachte, er sei im Paradies. Die Hexen aber zogen heulend davon. Nun kamen sie da, die Kleinen und die größeren Fischlein, dann die Wale und der Große zuletzt, der Allergrößte. Und als der einzog und das Maul öffnete, stand da die Schwester und sie sprang und Tilio lief hin und er fing sie auf und stellte sie auf den Boden. Kein Wunder war mehr an ihr, keine goldenen Haare, kein Fußabdruck, der golden hinterließ und keine Ähren, keine goldenen, die aus den Händen fielen. Ein ganz einfaches, schönes, liebevolles Mädchen war sie geworden, die da stand und in die sich der König allsogleich verliebt. Und bald schon wurde Hochzeit gefeiert am Königshof. Und Tilio, der hatte in diesem Moment seine Sprache wiedergefunden und wurde vom König in später Reue und Dankbarkeit zum Kanzler bestellt. Wir sind wieder im Rabtal. Spätestens, wenn man das Wort Kanzler hört, ist man sowieso gleich im Rabtal und Umgebung. Aber diese Geschichte mit ihren verschiedenen Bildern, die wirft ja Fragen auf. Und es könnte sein, dass das eine oder andere für sie sehr fragwürdig ist. Würdig danach zu fragen. Was für ein wunderschönes Wort. Dass das eine oder andere in ihnen noch Nachhalt. Ich schreibe ja Nachhaltigkeit mit Doppel-L. In der neuen deutschen Rechtschreibung kennt sie eh keiner mehr aus. Daher mache ich bewusste Rechtschreibfehler und schreibe Nachhaltigkeit mit Doppel-L, weil nur da, wo in ihnen was nachhalt, wird dieser Abend auch nachhaltig sein. Vielleicht eckt aber auch irgendwas an und sie denken sich, ja, das geht mir auch, das ist eine komische Geschichte, ja. So unlogisch, ja, oder was auch immer. Was auch immer es ist, was sie berührt, bestätigt, irritiert, nehmen Sie es mit als Schatz. Denn das ist ja das, was jetzt gerade in Ihnen schwingt. Was als Resonanz da ist, da bildet sich gerade etwas. Und wenn Sie dem jetzt hier Sprache geben wollen, dann nehmen wir uns dafür Zeit. Wenn Sie sagen, also die Situation oder das Bild oder die Position, natürlich wieder, nicht Hexen und so weiter, also das sind ja auch, also was auch immer es ist. Schauen wir mal, ob irgendwas da ist, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne so in die Mitte tragen und ich möchte es dann mitnehmen, wenn ich das versuche, dieses Märchen aus der Sicht von C.G. Jung ein bisschen anzuschauen, was es uns sagen kann. Für unser persönliches Leben, aber auch für unser Miteinanderleben und auch für die Schule, weil es ist ja ein Schulmärchen. Wenn irgendwas da ist, wo Sie sagen, also die Situation, das möchte ich jetzt, das muss außer, ja, dann bitte. Vielleicht haben Sie auch schon eine Deutung dazu, bitte. Hoffnung, aha. Sie müssen nicht aufzeigen, also reden reicht, ja, schweigen auch. Krisen ist man oft sprachlos. Ja, Krisen haben ganz viel mit Sprachlosigkeit zu tun. Deswegen versuchen wir dauernd noch drüber zu quatschen. Genau. Ja. Oftmals, ne? Damit wir nicht rein müssen. Ich mache es ohne Mikro, weil ich weiß genau, das hemmt die Sprache. Ich würde sagen, ja, lieber. Ja, wenn wir das einmal von vorne uns anschauen, ja, hat dieses Märchen, wenn ich das jetzt einmal so versuche, an den Archetypen ein Stück weit mir zu betrachten,
4 Positionen. Und diese, das sind Aspekte von uns selber, jeder hat die in sich. Wir alle sind ein bisschen Hex. Also wäre auch spannend, wenn wir jetzt sagen würden, wer möchten wer am liebsten sein? Gell? Merkt man immer, ganz schön viel sind eigentlich gern die Hexen. Ja, und sagen, super, da geht was weiter. Ja? Nicht immer nur brav, das haben sie super gemacht, dass das jetzt erst kommt, das ist gut. Dann König will interessanterweise ganz selten wer sein, hat ja auch mit sehr viel Verantwortung zu tun. Das Mädchen, ja, das hat so, da geht es sehr nach innen, eben von Depression bis zur Hoffnung, wie Sie gesagt haben. Und den Tilio, den will niemand sein, weil den sind wir eh alle, weil das ist ja der Lehrer in der Geschichte. Das ist der Moderator, der Brückenbauende, die Brückenbauende, das ist ja unser täglich Brot. Sprachlos zu versuchen, Dinge zueinander zu führen. Diese 4 Positionen, die diese Geschichte sehr deutlich herausarbeitet, sind also die Macht, der König, der für die Macht steht, aber wenig mit der Natur zu tun hat, mit dem Leben. Genau die gegenüberstehende, das Mädchen, das für die Ideale steht. Also idealer geht es gar nicht. Die volle Erotik, dass sogar die Sun heiß ist auf sie, der ist heiß und das ist bitte hier im Vulkanland, kann man sich vorstellen. Das heißt, die hatte eine wunderbare Vorstellung, eine unglaubliche erotische Performance. Sie war extrem nachhaltig, wo es hingestiegen ist, war Gold nicht schlecht. Also als Raiffeisenmanager hätte ich nur nachgehen und nachkehren bei der. Und sie hatte, und das ist ja das alte Demeter-Bild, wenn man sich an die griechischen Mythen erinnert, ja, die hat ja auch immer, indem sie die Hände gerieben hat, sind die Ähren und die Weizenkörner herausgefallen. Also die reine Fruchtbarkeit, das ist das pure Ideal. Und das ist so ideal, dass es nicht lebensfähig ist. Das würde den Kontakt mit dem realen Leben nicht aushalten. Der erste Sonnenstrahl bringt diesen Anteil in uns oder solche Menschen direkt in die Depression. Das heißt, das geht nicht. Die müssen sie verstecken. Und der Walbauch als ein Bild der Depression ist uns ja bekannt aus dem Alten Testament. Jona, der auch im Walbauch verschwindet, ja, damit er ein bisschen nachreift und damit checkt, wie das Leben gehen kann. Ja. Auch hier wird das Mädchen verschlungen, ja, taucht ganz ab, ist ganz weg, ist vielleicht auch in so einer Nachreifungsphase und kommt als eine Neugeborene, eine Transformierte, nämlich die nicht mehr ideal ist, da und da, sondern die gestanden auf der Erde steht und schön und liebreizend ist, das reicht ja zum Verlieben des Königs, wie man sieht. Ja. Also es entstresst auch als Frau. Ne. Man muss nicht alles, was weiß ich was haben, was in der Werbung ist, nein. Ja. Und auf einmal ist sie sozusagen wirklich ganz geworden und bei sich angekommen. Aber es geht über die Depression. Und das ist ja interessant, der Wal ist ja auch das Urmütterliche im Meer, das große Muttertier, der große Uterus schlechthin. Also es ist ja auch so eine Regression, noch einmal in eine Geborgenheit, um noch einmal etwas, was scheinbar nur bis daher nach oben sich entwickelt hat, Ideale, Bildungsideale zum Beispiel. Ja, aber leider von da oben gar nichts, ja, also keinen Erdkontakt nachreifen zu lassen. Und das Interessante ist, dass man ja Wahl Verschluckungen überleben kann. Im Jahr 1869 ist ein englischer Matrose von einem Wal verschluckt worden, aber natürlich nicht zerbissen, weil die sind ja Veganer. Ne? Und hat da drinnen, glaube ich, 7 Tage verbracht. Ja? Nur schwimmst du ein bisschen um und um, Indoor-Pool. Ne? Platz ist ja nur. Auch wenig Säure drinnen, weil er ja Veganer ist und so. Stinken wird es ein wenig, wie man sich so vorstellen kann. Und dieser Wal wurde dann gefangen und geschlachtet. Und da ist der Typ rausgekommen.
Das ist eine historische Geschichte aus der englischen Seefahrt. Er war ein wenig bloß. Gell? Es kommt ja wenig Sonne hin eben. Ne? Und auch schon ein bisschen aufgewackt. Gell? Aber prinzipiell alles in Ordnung. Ne? Also scheinbar sind diese Erfahrungen von, wird in der Rab nicht passieren, keine Sorge. Also nicht, dass jetzt in der Nacht denken, um Gottes Willen, ich gehe nicht mehr schwimmen oder so. Aber man muss, es dürfte solche Erfahrungen in der Menschheit gegeben haben, dass diese Geschichten mit dem Walbauch immer wieder vorkommen, in allen möglichen Himmelsrichtungen auf diesem Planeten. Das also ist das Mädchen und da oben der König und beide sind, würde jetzt Yorgos Kanakakis, der große europäische Trauerforscher, sagen, halbe Entlein. Das heißt, die sind beide nicht ganz. Ne? Die leben eigentlich beide in einer unglaublich rigiden Situation von halbem Leben. Ihnen fehlt genau die Natur, von der sie gesprochen haben, weil die darf ja auch nicht raus. Ne? Und die werden aneinander ganz. Und das ist ja immer die Hochzeit, dass es ganze Wesen sind und immer mehr Bedürftige, die symbiotisch ineinander schlürfen und einen auf Koalition machen. Ich versuche eben verschiedene Ebenen anzusprechen, die persönliche, die politische. Sie können sich immer mitnehmen, was Sie wollen. Ja, ja, apropos Koalition, damit sind wir bei der Krise. Das sind wirklich böse, blöde Schmäh, aber es bietet sich so an. Nämlich, die Hexen sind in dieser Geschichte, wie in sehr vielen, eigentlich die Antreiber. Ohne die wird nichts passieren. Vergessen wir eins nicht, wir sagen immer die bösen Hexen. Und sie werden ja in dieser Geschichte auch nicht verbrannt, wie anderswo, sondern sie ziehen heulend weiter. Sie haben nur ein paar Jobs. Also in Österreich gab es noch einiges zum Tun. Könnt ihr mal anrufen. Ne? Die Hexen sind letztlich die, man könnte sagen Pfefferoni rektal in der Geschichte, dass ein wenig Bewegung reinkommt. Ne? Weil was die tat jetzt noch irgendwo, da in dem, der hätte ja natürlich auch einen Schlosstrakt gebaut, ohne Fenster, ne? Und die tät da drinnen hausen, und ich glaube, mit der Verliebtheit war es dann abholt aus, rundherum weiter staubiges Land, ja? Also es war nichts weitergegangen. Und eigentlich ist die Krise, das Krisenhafte, ja, das, was uns zur Veränderung zwingt, da geht es nicht mehr anders, wir müssen, es geht Viere. Und ich bemerke immer wieder die österreichische Krisenallergie, also kaum ist irgendwo eine Hexe in der Nähe, sprich eine Herausforderung, wir haben alle ganz depressiv und sagen, na, das Wunsch, das passiert und der Mai, anstatt dass wir sagen, super, jetzt geht was weiter. Also ich weiß ein paar Themen, da haben wir richtig schön was zu tun. Super, wenn das nicht da war, waren wir ja alle schon eingeschlafen. Wäre auch im Rabtal so. Also so gesehen, glaube ich, sollte man auch das als eine ganz wichtige Position sehen, als der Dynamo der Geschichte. Und dann der Moderator, der Lehrer, die Lehrerin, der Wegbegleiter, die Wegbegleiterin, der sozusagen den Übergang, indem er versucht ja auch alles zusammenzuspannen. Er beginnt die ganze Geschichte, du, ich weiß doch wen, etc. Versucht auf den Weg zu bringen und den es in der Geschichte selber auch ganz schön wandelt. Wie man weiß, stehe ich ja sehr auf diesen österreichischen Dialektausdruck, mich wandelt. Weil in dem Moment, wo es euch wandelt, irgendwo, entweder alkoholbedingt oder aufgrund einer Krise eben, wandelt es uns eben auch. Da passiert Veränderung. Und für ihn bedeutet das hauptsächlich, die Sprache zu verlieren. Auch das ein sehr altes Bild, auch das in der Bibel zu finden, ja, Zacharias, der sagt, das wird ja nie was, vergiss es. Also den der Unglauben eigentlich die Sprache verschlägt, rund um Jesu Geburt, ja, der nicht glaubt, dass das alles gehen kann. Und dass seine Frau nur ein Kind kriegt, etc. Und als er dann Jesus sieht, dieser Heilungs-, dieser Transformationsprozess da ist. Immer wieder sind es die Sprachlosen, die dann zum richtigen Wort finden, aber indem sie zuerst einmal mit dem Sprachbann geschlagen worden sind.
Und deswegen glaube ich, dass wir uns auch vielleicht eine neue Beziehung zur Sprachlosigkeit wagen dürfen, zumuten dürfen. Ja, wir müssen ja derzeit alle mit Sprache eben, also als sei Sprache und dann alles gut. Ja. Also als wäre es nur da oben und sei es nicht die Herzenssprache, die ja mit vielen, vielen anderen Möglichkeiten, dem dankbaren Blick zum Beispiel auch, kommunizieren kann. Ich schaue in so viele, so interessierte Augen, dass sie sprechen zu mir gerade. Ja? Auch wenn sie jetzt gerade nicht reden. Also ob wir den Begriff der Sprache uns vielleicht auch einmal wieder neu anschauen und nicht nur glauben, dass das Absondern von Texten das Einzige sei, das zum Beispiel gelingendes Leben möglich macht. Wie oft sind wir sprachlos? Wie oft haben wir das Gefühl, wie soll ich mit dem, was da an Vorgaben da ist, das nennt man Evaluationen und so Zeug, ne? Mit irgendwelchen Tests, die nach irgendwelchen mittelitalienischen Städten, nein, Florenz ist es nicht, und wie soll ich mit dem und den Bedürfnissen der Kinder, ja, wie Sie gesagt haben, mit dem momentanen Jetzt, wie soll ich die Brücken bauen? Mit reißt's, ja? Und man fühlt sich oft dann sehr sprachlos und damit gleich ohnmächtig. Und was uns aber Tilio und die Geschichte zeigt, es gibt eine Handlungsmacht, auch in der Sprachlosigkeit. Er entdeckt diese Handlungsmacht, er wird auch darauf gestoßen und er würde es natürlich alleine nicht schaffen, und das ist das Schöne, der Mensch wird am Du zum Ich, sagt Martin Buber. Und auch hier, so wie die Schwester Tilio braucht, braucht Tilio auch die Schwester. Denn sie hat den Überblick. Sie sieht das aus der Distanz, das Ganze jetzt. Bei der vorletzten Documenta in Kassel habe ich für mich einen erschütternd schönen Satz gelesen. Distanz ist die Kraft, die Blindheit heilen kann. Einmal ein wenig wegfallen, nicht? Und dann wieder runterschauen ins Raubtal. Ja? Und dann nicht immer nur so dran picken an die Probleme, sondern ein Stück weit Distanz schaffen, auch nicht unter dem dauernden Lösungsdruck sein. Mein Lehrer Paul Watzlawick hat sehr viele weise Sätze gesagt. Sein weisester für mich war und ist der, weil er noch immer nachhalt, die Ursache aller Probleme sind die Lösungen. Den kann man lang als Korn mitnehmen. Die Ursache aller Probleme sind die Lösungen. Ja? Können Sie sich täglich jetzt in Wien anschauen. Ja? Das heißt, immer dann, wenn es darum geht, müssen wir schnell eine Lösung für irgendwas finden, werden natürlich die nächsten Probleme wieder geschaffen. Und da ist Distanz auch einmal wichtig. Das Ganze zu sehen, das kann die. Und er kann handeln und hat den Handlungsmut, sogar das Unmögliche zu machen. Schauen wir uns diese 7 Schritte in der Sprachlosigkeit an, in denen Tilio ganz dem Tagungsthema gemäß Chancen findet. Ja? Auch in der Sprachlosigkeit, dass wir Chancen mit der Sprache haben, wissen wir. Dass wir aber, dass Sprache auch, wie Sie sehr gut gesagt haben, auch eine sein kann, mit der wir uns verdecken, und zwar nicht nur vom armen Wolf, sondern auch vom liebenden König oder dem verliebten König, dass wir uns mit der Sprache auch immer wieder außerreden können oder uns selber irgendwo verwirren können, ist genauso real. Also das heißt zu sagen, Sprache sei Chance, Sprachlosigkeit sei keine, ist viel zu dualistisch gedacht. Es gibt in der Sprache Chancen und Hindernisse, es gibt aber auch in der Sprachlosigkeit Hindernisse, natürlich, und Chancen. Was tut denn Tilio, wenn er da runtergeht ans Meer? Zuerst einmal heißt es, er trauert. Ja? Er trauert der Veränderung, der Machtlosigkeit, der Ohnmacht nach. Und ich denke, das ist schon
eine ganz wesentliche Geschichte. Ich meine jetzt nicht, dass man nur sagen muss, ach so, jetzt ist eine Krise, na super, na dann nehmen wir die doch gleich an, Krise als Chance, geht schon. Ja? Zuerst gilt es auch einmal das, was nicht mehr ist, zu betrauern. Den Tod eines Menschen nur als Gewinn für alle anderen zu sehen, geht nur bei ganz wenig Leid. Ja? Sondern zuerst einmal gilt es zu trauern. Und er sitzt da und rehrt. Und ich glaube, das Trauern haben wir ja relativ verlernt. Über das Trauern ist ein Tabu gelegt. Wenn du eine Person triffst, von der du weißt, dass sie gerade einen Verlust zu erleben hatte, und du sagst, wie geht's, dann wirst du meistens sagen, geht schon, muss gehen. Man muss sich halt zusammenreißen. Hm? Kennen wir ein gewalttätigeres Wort in der deutschen Sprache als sich zusammenreißen? Haben Sie das schon mal probiert? Sich zusammenreißen, bis nur mehr lauter Fetzen da sind? Das ist pure Autoaggression. Überlegen Sie einmal das nächste Mal, wenn Sie sagen, reiß dich zusammen, was da das Ergebnis sein könnte. Schaut nicht fesch aus. Im Neusiedlersee ist gerade der Zusammengerissene ausgefischt worden. Also heikel. Und immer wieder gibt es Leute, die eine Pumpgun nehmen, in Amerika sehr gern, weil dort wird es ja auch wirtschaftlich sehr gefördert, ne? Und dann 10, 20 Leute umbringen. Und wenn man dann die Menschen fragt, auch in Österreich gibt es ja dann Befragungen dieser Täter, aber besonders auch der Nachbarn und derer, die es überlebt haben, dann sagen die, das gibt's nicht. Der hat immer nur gelächelt. Du hast ihm nie die Aggression angesehen, denn sein Gewaltpotenzial, ja, weil wir vielleicht ein bisschen zu wenig auf die Sprache schauen, die die eigentliche und wichtigste Sprache ist, die wir haben, unsere Körpersprache. 70% all dessen, was wir sagen, sagt unser Leib. Wenn ich sage, ich bin ganz offen für Sie, glauben Sie mir das? Und mir ist jemand, der sagt, Sacker, ich habe Wut. Entschuldigung, jetzt habe ich sie aufgeregt. 10-mal lieber als jemand, der sagt, ich habe doch keine Probleme, wie kommst du denn nur darauf? Da warst du bei dem kannst Trainer. Das sind die potenziellen mit der Pumpgun. Das heißt, dieses sich zusammenreißen, dieses Tabu über bestimmte Dinge zu sprechen, Emotionen herauszulassen, dann sind wir in einer Sprachführung, die wir ja in den 30er Jahren sehr gut hören konnten. Hören Sie sich diese Dinge einmal im Sinne des emotionalen Abgetrenntseins, ja, mit dem eigenen Leib, mit der Natur an, die Nazisprache. Arno Gruen hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Es heißt Der Wahnsinn der Normalität, Realismus als Krankheit. Und er zeigt, dass das alles Menschen sind, die eigentlich in ihrer sehr frühen Jugend beschämt worden sind. Arno Gruen, ja? Der Wahnsinn der Normalität. Die in der frühen Jugend sehr beschämt worden sind und die dann beschlossen haben, keine Gefühle mehr zu haben, zuzulassen und auch keine zu zeigen, weil sie dadurch verletzlich sind. Hitlers Mein Kampf, Seite 28. Er wird wieder mal von seiner Mutter öffentlich auf der Straße gedemütigt. Da können Sie lesen, an diesem Tag beschloss ich, keine Gefühle mehr zu haben. Der hat sie zusammengerissen und die ganze Welt mit. Das heißt, diese intensiven Gefühle, zum Beispiel von Trauer zu leben, auch eine Trauerkultur zu haben, eine öffentliche Trauerkultur, ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Gesundheit und von Klärung und erster Beginn der Veränderung, der Transformation. Yorgos Kanakakis, einmal C, dann nur mehr K, Yorgos Kanakakis hat dazu wunderbare Forschungen und auch Bücher geschrieben, hat in ganz Europa sich die Trauerkulturen und Trauerrituale angeschaut und zeigt ganz klar, dass dort, wo miteinander getrauert wird, die Menschen wesentlich gesünder sind. Das sind Hard Facts, Evidence-based, in der Tat. Und auf der Halbinsel Mani zum Beispiel, Peloponnes, mittlerer Finger,
gibt es noch eine aktive Trauerkultur. Das heißt, die Menschen dort kommen zu einem Tod und dem Begängnis und dem Abschied dieses toten Menschen 7-mal zusammen. Einmal zum Begräbnis, einmal ein halbes Jahr nach dem Tod, einmal ein Jahr, dann 3 Jahre, dann 5 Jahre und dann 7 Jahre. Und dann wird gemeinsam gerät. Es gibt Klageweiber, die das auch sehr gut sozusagen triggern können. Und dann wird gemeinsam geweint. Denn Trauer ist ein öffentliches Gefühl. Trauern im stillen Kämmerchen ist leider nicht sehr effizient. Und sie dann wieder rausgehen und zusammenreißen. Es geht um die Tränen rinnen von innen nach außen und nicht umgekehrt. Das sagt was. Und gemeinsam zu weinen hat eine derartige psychosoziale reinigende Wirkung. Das ist wirklich auf Augenhöhe, nämlich auf feuchter Augenhöhe. Indem wir alle rehren, sind wir wirklich alle im selben Boot. Und könnt ihr euch vorstellen, wie oft die rehren miteinander? Weil es stirbt ja nicht nur einer. Und du hast andauernd gemeinsame Wein-Events. Ja? Und dann hat man sich Gesundheitsdaten angeschaut. Es gibt keine Magen- und Darmgeschwüre auf der Mani. Es gibt nicht einmal einen Namen dafür, ist unbekannt. Die Herzinfarktrate ist etwa ein Drittel von der in Athen und etwa die Hälfte von anderen Landgebieten. Die essen dasselbe, sind auch Griechen etc. Und dann hat er sich das angeschaut, eigentlich über die ganze Welt, und hat das ganz klar erkannt. Trauern ist ein ganz wesentlicher Prozess. Meiner Meinung nach sollte man in Lehrer- und Lehrerinnenzimmern sehr viel rehren, weil dann gibt es auch was zum Lachen wieder, weil damit eigentlich jene Reinigung passiert und jene Augenhöhe, die niemand besser verstanden hat als Nelson Mandela. Südafrika war Bürgerkriegskandidat Nummer 1. Und am Ende der Apartheid war sozusagen weltweit soziologisch klar, dort muss krachen. Nachdem man 70 Millionen Zulus und Xhosas 80 Jahre aufs Hirn geschissen hat, kann man dann im Vulkan-TV nachschauen, nochmal den Satz, wir sind alte Partner, erprobt von Weizen. War es klar, na, das wäre für die ganz leicht, die paar Weißen einfach ins Meer zu treiben, die sie unterdrückt haben. Und es ist nicht passiert. Nein, 20 Jahre später hat man dort Fußball-WM gespielt, weil der African Council in jedem Dorf Trauerrunden gemacht hat, wo Täter und Opfer zusammengesessen sind und gerät haben über das, was passiert ist. Wo Täter sich entschuldigt haben, das wichtigste Wort in jeder Sprache, bitte verzeih mir. Ich hab's nicht geschnallt, wo Täter Familien der Opfer aufgenommen haben für den Rest des Lebens. Dieses Sozialkonzept nennt man Ubuntu und heißt, ich bin, weil wir sind. Und so war es möglich, dort in einer relativ kurzen Zeit, bei all den Schwierigkeiten, die es dennoch gibt, eine hochbrisante Situation, den Druck auszulassen. Können Sie sich die Fußball-WM in Kosovo vorstellen? Wie viel gäbe es zu weinen in und um Syrien und all überall und auch in Österreich? Und das tut er als erstes. Er rehrt. Er lässt es wirklich einmal fließen und auch in seiner Hilflosigkeit bleibt er dabei, was wir hier nie getan haben. Ich lebe und arbeite in Schattendorf und ich habe diesen Platz nach fast 60 Jahren meines Lebens erreichen dürfen und mache jetzt gemeinsam mit dem Bürgermeister und vielen anderen Menschen aus dem Schattendorf ein Chancendorf. Schattendorf war der Beginn des österreichischen Bürgerkriegs mit den Schüssen 1927. Die Familien leben alle noch da, die der Opfer, die der Täter. Das Thema ist jetzt über 90 Jahre tabuisiert worden. Das ist nichts und das ist auch zwischen den beiden Täter und angeblichen Tätern und angeblichen Opferparteien
tabuisiert worden, da redet man nicht gemeinsam drüber. Voriges Jahr gab es im Parlament zwei Veranstaltungen zum Justizpalast Brand. Man hätte nicht geglaubt, dass es sich um dasselbe Ereignis handelt. Jeder erzählt sein eigenes Narrativ weiter. Im ÖVP-Club wird was ganz anderes erzählt als im SPÖ-Club zu dem Thema, anstatt dass man sich mal einmal zusammensetzt und redet miteinander. Es muss gar nicht geweint werden, aber nur einmal, es betrauert, dass sich eine junge Republik, die sowieso so wenige Chancen hat, sich noch selber den Bauchstich gegeben hat. Dass dadurch eine ständestaatliche Diktatur entstanden ist und der Adi dann nur mehr hat müssen einkassieren. Wer weiß heute noch vom Bürgerkrieg in Österreich? Man weiß, da wo Bürgerkriege sind, ist das etwa für die Psyche, für die Seele eines Landes und all seiner Bewohner hat das Einfluss von etwa 100 Jahren. Da braucht es 3 bis 4 Generationen, bis das überwachsen ist. Bis dahin brauchen die einen nur ein bestimmtes Schulmodell sagen und die anderen haben schon wieder die Krochen in der Hand. Heißt jetzt Clubzwang oder sowas. Ja? Das heißt, deswegen geht ja gerade bildungspolitisch in Österreich nichts weiter. Ich arbeite sehr viel in Deutschland und viele meiner Kollegen sagen, was ist bei euch los? Warum geht es gerade, wenn es um Bildung und um Familie geht, immer wieder im Kreis? Warum wird man dort zu Tagungen eingeladen und durchgewunken? Außer man bockt sich einmal an, wie der Gerald Hüther kürzlich. Ne? Und sagt, was ist jetzt da einmal? Ja? Das, weil wir einen Bürgerkrieg hatten und weil die Konfliktparteien jahrzehntelang dann versucht haben, über eine Sozialpartnerschaft ein Wiederaufflammern erfolgreich zu befrieden, aber irgendwann in dem erstarrt sind. Weil der entscheidende Schritt, entschuldigen, wir waren alle angerannt. Es waren nicht wir, es waren unsere, aber wir sollten diese Geschichte als eine neue weitererzählen, nämlich als eine gemeinsame, eine, die in die Zukunft führt, in die Schule der Zukunft, in die Familie der Zukunft, in die Arbeit der Zukunft. Da ist einiges zu tun, weil dann haben wir was gelernt draus. Und das sind die Themen, die alle da sind, wenn man zuerst einmal betrauert, dass da was passiert ist und nicht so tut, es war da nichts gewesen. Er trauert. Und er folgt dabei, und das finde ich ja ein sehr schönes Bild, den Gänsen. Wenn man den Gänsen folgt, und die Gänse sind wie auch die Rehe in allen Märchen der Welt, in allen Mythen der Welt, die Tiere der Intuition. Die stehen für die Intuition. Also folgt er der Intuition. Erfolgt, würde Joachim Bauer sagen, seinen Spiegelneuronen. Er geht der Intuition nach, die führen ihn. Und wir wissen ja, und deswegen bin ich ja so ein begeisterter Anhänger der Neurobiologie, weil sie die Pädagogik bestätigt. Weil jahrhundertelang wurde uns Pädagogen und Pädagoginnen gesagt, ich war ja auch mal Lehrer zur Zeit der Punischen Kriege, ist schon ziemlich lang her, aber ich habe auch immer noch mein Gefühl gearbeitet. Ja? Und was wurde immer gesagt von den Naturwissenschaftlern? Na, das ist ja alles nicht erwiesen, das ist ja alles so weich. Ne? Und dann kommen die Hardcore-Naturwissenschaftler, nämlich die Neurobiologen, und zeigen, dass das, was die Pädagogik seit Jahrhunderten sagt, stimmt. Und eine Geschichte ist, dass wir in der Pädagogik ja nur ein Instrument haben. Also ich habe nur ein Musikinstrument, manche haben so einen Beamer. Aber eigentlich haben wir nur uns selber. Wir stehen da drin und wir sind's. Und was haben wir da als wichtigsten Kompass? Unsere Intuition. Das Wort Bauchgefühl ist inzwischen medizinisch erwiesen. Denn die etwa 100.000 Spiegelneuronen, die wichtigsten Neuronen sind, weil sie unsere soziale Verortung, unsere gesamte Geografie herstellen, ja überhaupt erst Kommunikation möglich machen, weil wir erst erkennen können, wer bedroht uns und wer ist uns gut. Das geht ja nur über die Spiegelneuronen. Diese 100.000
von denen sind 90.000 nicht in unserem Schädel. Unsere wichtigsten Hirnzellen sind nicht im Gehirn, sondern im Dickdarm. Das Wort Bauchgefühl ist medizinisch erwiesen. Wie ist man da drauf gekommen? Indem Menschen, die nach einer Krebserkrankung und einer Operation, einer Darmresektion, keinerlei soziale Verortung mehr hatten. Das heißt, die sind zu einem Mörder, der auch so ausgeschaut hat, hingegangen und haben den genauso gegrüßt wie jemand, der sie angelächelt hat. Die konnten also genau diese basalste, allerwichtigsten Möglichkeiten zu kommunizieren, nicht mehr durchführen. Und dann hat man zu forschen begonnen und hat bemerkt, aha, wenn Sie einem Menschen, da kommt schon einer, glaube ich, wenn Sie einem Menschen heute Nacht noch entgegenkommen, irgendwo, Sie gehen durch Feldbach oder sonst wo im Rabtal spazieren, und natürlich auch in den angrenzenden, weinumrankten Hügelland, und es kommt Ihnen aus der Dunkelheit jemand entgegen, dann kann man die neuronale Feuerungskette heutzutage sehr gut entsprechend technisch abbilden. Und Sie würden sehen, das Erste, was in Ihnen aufleuchtet, sind die Neuronen im Dickdarm. Und die würden entweder, wenn es irgendwer ist, den Sie noch nie gesehen haben, zuerst einmal bedrohen oder wenn Sie sehen, ah, es ist der Josef Ober, super, dann würden Sie Entspannung zeigen. Dann geht diese neuronale Kette nach oben. Sie denken, es kommt Ober, gell? Man weiß, es gibt keine Sicherheit. Seitdem es Sicherheitsparteien gibt, gibt es noch viel weniger Sicherheit. Man weiß wirklich nicht. Nun, die neuronale Kette geht nach oben. Im Fall, dass Sie eine Bedrohungssituation signalisiert bekommen, werden Sie instinktiv, das Stammhirn angehen, Ihre Atmung wird stärker, Sie werden Cortisol ausschütten, Sie überlegen nicht mehr, was man kochen oder sonst was. Sie sind ganz präsent, Ihr Herzschlag wird stärker, Sie schütten Adrenalin aus, das heißt, Sie machen sich sofort größer und zeigen, mit mir nicht. Das ist eine Erstreaktion seit der Steinzeit. Sie sehen, es ist der Josef Ober. Nein, das geht nicht ans Stammhirn, es geht in die Amygdala, dort werden Endorphine ausgeschüttet. Endorphine sind jene Neurotransmitter, die man sofort sehen kann, weil sie zwei Muskeln ganz instinktiv anspannen. Nein, nicht die da hinten, die zwei da. Die ziehen die Lippen hoch. Wir lächeln uns an und damit sagen wir tun uns nichts. Und als Drittes, Stunden später sozusagen für die neuronale Feuerungskette, kommt dieser Feuerungsstrom im Neokortex an und Sie denken sich, angenehmer Mensch. Das zum Thema freier Wille. Das heißt, wir haben nur unsere Intuition als den eigentlich wesentlichen Kompass im Umgang mit Menschen, also auch für die Bildungsarbeit. Glauben wir da dran? Ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang auch in Vorarlberg in der Drogentherapie gearbeitet und da gibt es Menschen, die nicht immer ganz die Wahrheit sagen. Also nicht so wie bei Armin Wolf, aber ne? Und die halt irgendwie belinken, aber irgendeinen Vorteil wollen sie halt auch. Und ich habe mir öfter mal gedacht, ich glaube, das kommt. Aber nein, lassen wir es einmal. Und ich hätte mich jedes Mal in den Arsch beißen können, wenn ich so weit gereicht hätte. Es hat immer gestimmt. Meine Intuition hat es mir immer richtig gesagt. Und ihr Nicken des Kopfes zeigt mir, Sie alle kennen auch diese Situationen. Glauben wir dran, das Märchen sagt es uns sehr klar. Folgen wir den Gänsen. Dann aber ist es aber auch wichtig, dass wir nicht nur bei uns bleiben, denn das Nächste heißt ja, er blickt auf. Wenn wir nur bei uns bleiben und Hauptsache ich habe meine Intuition und Hauptsache mein Konzept, dann hat das auch was sehr Autistisches. Das Wichtige ist auch die Balance herzustellen zwischen bei mir sein, meine innere Sprache hören, aber dann mich auch wieder öffnen und aufblicken, über den Tellerrand schauen, an den Horizont schauen. Der hätte können draußen Mandel tanzen, der Wall. Wenn der nicht hinschaut, sieht er nicht.
Also er muss auch aufblicken, er muss auch in die Zukunft schauen, er muss auch über das jeweils eigene gemütliche Komfortzönchen hinausschauen. Auch das muss Bildung tun. Und wenn Sie jetzt denken, was er dann tut, dann ist das eine der wichtigsten und schwierigsten Geschichten in der Pädagogik, nämlich er hört zu. Sprache hat er nicht nur mit der Fähigkeit, Worte zu formulieren, sondern sie auch zu verstehen zu tun. Es geht ja in zwei Richtungen bekannterweise. Wir denken bei Sprache fast immer nur an Sprachproduktion und nicht an Sprachaufnahme. Er hört zu, er hört seiner Schwester zu. Er hört auch zu, wenn sie was ganz Irres ihm erzählt. Ja? Und so, na geh, das ist noch nie gegangen. Ja? Da habe ich gerade gestern wieder was gelesen in der Heute, das geht nicht. Ne? Also nicht mit Killerphrasen darauf zu reagieren, sondern wirklich zuzuhören. Wir alle in der Pädagogik wissen, reden können wir super. Zuhören, nicht so einfach. Ich meine, Sie hören mir jetzt seit über einer Stunde, also sagen wir so, Sie geben mir seit über einer Stunde das Gefühl, zuzuhören. Und ich sage, Sie machen das sehr professionell, wirklich. Ich habe echt so das Gefühl, Sie können das gut vermitteln. Wahrscheinlich werden ein paar denken, wann hören die endlich auf? Oder gibt es jetzt draußen eine Muscatella-Mischung oder eine Schüchermischung? Was halt da so alles kommt. Ja? Dann ist man gleich mal wieder weg und das ist ja okay, ich arbeite hypnotherapeutisch. Aber davon abgesehen, selbst wenn Sie versuchen zuzuhören, wissen Sie, wie schwer das ist, weil sie fast immer Untertitel, bewertende Untertitel mitlaufen haben, wie da hat er recht, super, ja, ja, sehr gut. Na, aber das war jetzt schon ein bisschen provokant, also das mit einem Kopfscheißen, das hätte er nicht sagen müssen, jetzt sagt er es ein zweites Mal. Also das heißt, wir haben fast immer etwas mitlaufen, wirklich zuzuhören, uns ganz zu öffnen, auch das zu hören, was nicht gesagt wird. Sie wissen schon, ja? Das ist eine ganz hohe Kunst. Und das dürfte ein ganz wesentlicher Moment der Veränderung sein, wenn wir diesen Übungsweg gehen. Denn dann, wenn wir das hören, was der gehört hat, dann gilt es, tätig zu werden und das Unmögliche zu wagen. Sie haben ganz richtig gesagt, das hätten Sie nie erwartet. Das ist genau das, was sozusagen wirklich den Wandel herbringt, nämlich die Dinge einmal vollkommen neu und anders zu denken. Eben nicht so, wie Paul Watzlawick gemeint hat, die Ursache aller Probleme sind die Lösungen, weil sie in Wirklichkeit wiederum im Problemkreislauf bleiben, sondern wirklich aussteigen, das Ganze anders wahrnehmen, wie jede Erfindung. Erfindungen sind nicht, indem man eben das Handy 7.0 zum Handy 8.0 macht und sagt, das ist jetzt das Superste, was gibt. Schöne Sprache, ja, so Werbesprache halt. Ja, und das ist, da passiert kein Wandel, das ist mehr dasselbe, wie wir wissen. Was da passiert, das ist das Unmögliche zu wagen und nicht das Mögliche. Shimon Peres, der große israelische Politiker und Friedensnobelpreisträger, hat in seiner letzten Ansprache vor seinem Tod einen wunderbaren Satz gesagt. Wer mit den bisherigen Antworten unzufrieden ist, muss lernen, neue Fragen zu stellen. Wer mit den bisherigen Antworten unzufrieden ist, und das geht uns ja öfter so, ja, ist aufgefordert zu lernen, neue Fragen zu stellen. Wir werden mit den alten Fragen nicht weiterkommen. Wir brauchen ganz neue Fragen, wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel und nicht das Alte wieder möglichst bewahren und wieder, dass nur ein Winkel weitergeht. Gehen Sie nur 10 Jahre Wachstum aus, glaubst du? Ja? Ich meine, kein Baum wächst 700 Meter hoch, gell? Aber jetzt heute ja
Wachstum geht nächstes Jahr zurück auf 2,2%. Das ist noch immer in dem Denken, dass Leben nur durch Wachstum möglich ist. Eine Dauererektion ist keine gute Situation. Also bis bald sehr blutleer im Hirn. Und ein Baum, der 700 Meter wächst, wirft ein bisschen zu viel Schatten und in der Tat, das Einzige, was in der Biologie unbegrenzt wächst, ist der Krebs. Und das sollte uns zu denken geben. Und auch, dass unsere Kinder und Schüler immer früher, immer effizienter, kompetenter, integrierter, was weiß ich noch, alles werden, ist einer Logik, die hochgradig krankhaft ist, geschuldet. Da ist es wichtig, neue Fragen zu stellen. Da ist es wichtig, etwas wieder mal zu verrücken. Früher hatte man die Verrückten als wesentliche Ratgeber nicht in der Regierung, sondern an der Regierungsseite, der Hofnarr. Der kommt doch nicht vor. Der hatte Redefreiheit, der durfte alles sagen, jeden Blödsinn, und genau aus dem Blödsinn ist oft das Wesentlichste passiert. Er durfte auch kritisch sein. Und da Sie jetzt schon so lange zugehört haben und ich schon so lange rede, wird es Zeit, dass ich was Verrücktes tue. Die Narren des Königs ritten ans Ufer der Nacht und fischten das Tambourin des Mondes, das die Stille bewacht. Sie zogen den Schnee mit Netzen an Land und schmückten ihn mit Dukaten. Und ihre Kappen leuchteten wie Segel von Piraten. Gut ist's, ein Narr zu sein, dann ertrinkst du in der Wüste und hältst das Sterben für ein Diadem. Gut ist's, ein Narr zu sein, denn die Unbequemen sind den Unbequemen stets bequem. Wer das mal nachhören möchte, ist auf André Hellers allererster Platte 1969, Das war A.H., so heißt sie. Seine erste hieß Das war A.H., das letzte Lied, das hohe Lied der Narren, die eben etwas verrücken, die auch vor dem Sterben keine Angst haben und die dann letztlich einander bequem sind. In einer Region geht nur was weiter, wenn sie die Unbequemen bequem sind. Wenn wir sagen, gehen wir es an, und sich nicht gegenseitig dann killen. Und das ist das Spannende. Und ich glaube, das meint auch ein Stück weit dieses, das Unmögliche wagen. Was er aber dabei tut, das ist in der Tat nicht unmöglich im Sinne von Red Bull gesponsert, und dann eine kleine Diktatur wollen oder so, sondern kehren, das Banalste, auf das wir am wenigsten denken. Ich bin sehr dankbar, dass Sie da so direkt in Resonanz gegangen sind mit dem. Wir vergessen oft auf die banalsten Dinge, aufs Kehren. Da liegt so viel alter Staub rum. Wie soll da bitte was wachsen? Da kannst du sehen und sehen und sehen. Sie denken jetzt an die Bildungsreform, nein, ja, vielleicht doch. Da kannst du sehen und Innovation, so viel du willst, solange der alte Staub drüber ist, ist es ähnlich wie in der Gestimmtheit, im Klima dieses Landes, solange nicht, verzeih mir, gesagt worden ist. Auch ein Bürgerkrieg kann Staub sein. Da muss man kehren, auch die Tabus gehören da mal weggekehrt. Dann kann was grünen. Dann können Brücken gebaut werden, dann kann Kommunikation entstehen. Dann können die Wasser des Lebens fließen, Lebendigkeit pur, Natur. Indem wir den alten Dreck einmal wegräumen, die Leichen aus dem Keller holen, die da unten stinken, an die wir uns alle schon gewöhnt haben. Das ist nicht so einfach, das weiß ich schon. Aber sonst werden wir immer letztlich im Kreis gehen. Wie gelingt Veränderung? Mit dem hat sich der Vater der Organisationsentwicklung, John Paul Kotter, sehr lange beschäftigt. Wie geht es und warum gehen so viele unserer Veränderungsimpulse in die Hosen?
Wir sagen, jetzt machen wir alles neu. Und es wird wieder so alt. Und es bleibt wieder verstaubt. Und es wird wieder so, wie es immer war. Er hat uns dazu das Kottersche Fenster geschenkt. Er sagt, unsere Veränderungsimpulse gehen deswegen so oft in die Hosen, weil wir nicht kehren. Weil wir auf gewohnte Verhältnisse die Innovation draufsetzen. Das ist so, wie wenn man ein Haus auf Sand baut. Denn die beharrenden Kräfte werden die Innovationskräfte immer aufessen. Im persönlichen Leben heißt die Innovation Vorsatz. Das ist eine schwere Neurose, die besonders rund um Silvester gehäuft vorkommt, wo alle sagen, ab nächstes Jahr trinke weniger, isse nur mehr die Hälfte, rauche nicht, rede kein Blödsinn oder was auch immer. Ja? Und wir treffen uns dann am 4. Jänner alle in depressiven Selbsthilfegruppen, weil das so nicht geht. Weil die gewohnten Verhältnisse wieder die Innovation aufgegessen haben. Im pädagogischen Bereich heißt die Innovation sehr gerne Projekt. Mach mal Projekt, dann wird alles anders. Nein, außer ein rosa Mascherl rund ums Alte hat sich nichts verändert. Im politischen Bereich, ich habe es schon angedeutet, heißt die Innovation Reform. Wenn Sie wo Reform hören, rennen Sie schnell weg, weil dort ändert sich sicher nichts. Es ist ja alles in die alte Form gebracht. Der Begriff Verwaltungsreform verfolgt mich seit 40 Jahren, ich habe sie noch nie wo getroffen. Das heißt, die gewohnten Verhältnisse wissen sich immer durchzusetzen, wenn nicht wir bereit sind, durchs vierte Fenster zu gehen. Und das bedeutet, sagt uns der Vater der Organisationsentwicklung, die gewohnten Verhältnisse zu entlernen. Er bringt einen ganz spannenden Begriff, den wir im Lernbetrieb, Schule, viel zu wenig verwenden. Es geht in der Schule nicht nur ums Lernen, wie auch im Leben. Es geht auch ums Entlernen von Dingen, die nicht mehr zeitgemäß sind, von Verhaltensweisen, die nicht mehr stimmig sind. Der Elefant kann das nicht, deswegen reden wir von Elefantengedächtnis. Elefanten sammeln alles das, was sie jemals in ihrem Leben erlebt haben und sitzen am Ende ihres Lebens auf einem Müllberg von Unnötigen. Das passiert bei uns auch dann, wenn wir nicht bereit sind zu kehren, wenn wir das Alte nicht bereit sind zu entlernen. Jeder Lernprozess bedeutet auch einen Entlernakt des bisherigen. Ach so, 3 mal 4 ist 12, ich glaube, das ist 10. In dem Moment habe ich eine irrige Annahme, die bisher die meine war, entlernt, um mich aktuell weiterzuentwickeln. Und das geht ein ganzes Leben so. Das hat schon so begonnen. Sie haben nämlich Ihre Verdauung zu managen ganz anders gelernt einstens. Essen, Windel, Mama kommt, tut das weg. Und irgendwann haben sie das entlernt und ich finde das für diese Veranstaltung hier sehr angenehm. Später kommt es dann eh wieder, aber dazwischen haben wir eine Strategie, die eigentlich sehr chillig war, man hat ja nichts tun müssen, entlernt, super. Das heißt, Leben hat immer mit Entlernen von nicht mehr aktuell Stimmigen zu tun. Und das meint das Kehren, das alte Zeug weg und nicht mitzahlen. Wenn Sie heuer im Sommer wandern, zu wandern beabsichtigen und sagen, fahren wir nach Mittelitalien, nach Umbrien oder ins Gran Sasso-Gebiet, nehmen Sie nicht die Freitag- und Bernd-Wanderkarte von 2015. Denn im Jahr 2016 sind dort 3 große Erdbeben passiert. Keiner der Wanderwege, der auf dieser Wanderkarte eingezeichnet ist, ist noch existent. Wenn Sie noch der Karten gehen, fliegen Sie noch 10 Meter, 100 Meter oben. Wir müssen immer wieder unsere Landkarten versorgen und das Land neu vermessen. Ein Leben lang. Es gibt nichts, auf was wir uns verlassen können. Voriges Jahr habe ich das mit der Klasse so gemacht, machen wir wieder. Das ist nicht die Schule der Zukunft. Die Schule der Zukunft ist die, dass ich zuerst einmal entlerne und mich ganz in die Jetzt-Begegnung, in die Resonanz einlasse und aus der heraus
die Innovation Platz findet. Denn so läuft der Hase. Die gewohnten Verhältnisse sind zu entlernen, damit Platz wird für die Innovation und damit die Integration in den Alltag. Und lustigerweise werden ja die so integrierten Verhältnisse die nächsten gewohnten Verhältnisse, die wieder zu entlernen sind. Irgendwann wird man sagen, das war ganz nett damals mit dem Vulkanland, schön haben sie es gemacht. Wir machen jetzt, und dann wird man weitergehen, ja? That's life. Der Begriff Entlernen hat auch einen Fachbegriff, der da heißt Dekonstruktion. Und so machtvoll das klingt, so natürlich ist es. Kein Bauer ist auch heuer wieder, als es dann endlich einmal wieder warm geworden ist, mit dem Saatgut hinausgefahren aufs Feld, Innovation, das Saatgut, und hat es einfach auf die winterharte Erde draufgehauen. Sondern er hat diese Erde zuerst, ich hoffe, möglichst sensibel dekonstruiert. Der Vorgang heißt Pflügen. Das heißt, es wird Raum geschaffen, damit dementsprechend die Innovation einen Platz hat. Und Ostern ist die Dekonstruktion, Karfreitag, damit der Ostersonntag überhaupt möglich ist. Und eine Geburt ist die Dekonstruktion der Schwangerschaft. So schön die gewohnten Verhältnisse waren, es gilt sie loszulassen. Wenn alle Mütter der Welt in den Presswehen sagen, geh los mal das, wer weiß, was da rauskommt, habt ihr alle bald keinen Job mehr. Also das bringt es nicht. That's life und es gibt kein anderes. Nur davor haben wir Angst, heißt dann, die Bevölkerung hat so viel Angst. Ja. Derzeit haben wir alle so viel Angst in Europa. Derzeit haben wir eine Mordrate von 1 auf 100.000 Menschen. Vor 100 Jahren waren das 200 auf 100.000 Menschen. Also wir haben 0,5 Morde, 0,5% von vor 100 Jahren, aber wir haben ja so viel Angst in Europa. Wir haben gar keine Ahnung mehr, was Angst ist, glaube ich. Vielleicht einmal eine Reise anderswohin machen. Meine Tochter hat eine Zeit lang in Guatemala City gelebt. War selten, dass sie mit dem Bus gefahren ist, in dem nicht eine Tätlichkeit mit fast bis zur Todesfolge passiert ist. Everyday life, ja, aber wir haben ja so viel Angst, ja, weil wir einfach das bisschen Veränderung, was es braucht, damit Leben weitergeht, schon mit Widerstand abblocken wollen. Deswegen ist für uns natürlich immer die Frage, ich darf Sie ja jetzt nicht so depressiv entlassen, wie geht es jetzt mit dem Kehren? Also wie kann ich das machen? Was ist der Besen, der Beste? Weiß ich auch nicht, aber ich weiß zumindest einen. Und mehr als einen brauchen wir ja nicht. Es ist der Humor. Humor ist an sich schon dekonstruktiv, weil er gewohnte Verhältnisse hinterfragt. Der jüdische Witz ist ein Meister darin. Und als in der Nachbardiözese Wien einstens ein Kardinal mit seinen Kardinalschnitten sein Unwesen trieb, gab es ganz unglaublich viele Witze wie: Was sind die vier Lieblingsflüsse vom Kroa? In mein Po rein. Oder rein in mein Po. Also das ist heute für sehr dekonstruktiv. Ja, auf das musst du mal kommen. Also man merkt, es gibt kaum einen weiseren Heiler als den Humor. Ja. Seien wir doch bitte lustig in der Bildung. Ja. Und verrücken wir damit auch so manches. Gute Pädagogen wissen auch, es geht nicht darum, jemand auf den Arm zu nehmen, sondern letztlich liebevoll damit Räume zu öffnen. Schauen Sie, ich zum Beispiel, ich war nie in einer Tanzschule. Also in den 70er Jahren war Tanzschule vollkommen out, freies Shaken irgendwo, aber sicher nicht. Daraufhin hat meine Frau mich 30 Jahre später in einen Tango-Argentino-Kurs mit ihr zwangseingeschrieben. Also man kommt aufs Lebenszeit, kommt man nicht aus. Irgendwann erwischt es einen. Und wir sind dann in diesen Tango-Argentino-Kurs gegangen. Die ersten zwei Abende waren super, weil da haben wir noch nicht getanzt. Und dann
am dritten Abend kam dieser Moment, wo ich diesen Schritt lernen sollte, mit dem man die Frau in den Ocho führt. Das ist dann, wenn die Frau diese erotischen Achterbewegungen macht, na schauen Sie es nicht bei mir an, Sie müssen es bei meiner Frau anschauen. Auf jeden Fall, und ich habe den Schritt falsch eingelernt. Und wir sind jedes Mal mit die Knie zusammengestoßen. Das war keineswegs erotisierend, wie mir vorher versichert wurde, dass der Tanz so etwas Erotisches hätte. Es hat eher weh da. Und die Stimmung ist auch relativ stark in den Keller gegangen. Es war eine sehr konfliktbeladene Heimfahrt, in deren Rahmen wir den Kurs beendet haben. Also wir haben ihn dekonstruiert. Aber ich habe auch meine bisherige Abwehr gegen Tanzen überhaupt dekonstruiert. Ich habe gesagt, ja, ich gehe mit dir in einen Standard. Kurs, damit ich einmal weiß, was ich mit meinen Sprudler anfange. Super. War echt geil. Also Rumba, mach die Rumba, Wahnsinn. Cha-Cha-Cha, Basedow, na, der heißt anders. Aber auf jeden Fall, also diese ganzen Tänze, English Waltz, wunderschön. Und dann kam wieder dieser Abend, wo der Tango Argentino auf mich zukam. Und Sie wissen, wie das ist, wenn etwas auf Sie zukommt, von dem man Ihnen lange gesagt hat, dass Sie es nicht können. Wer von Ihnen kann nicht singen, zum Beispiel? Wer glaubt von sich, muss man sagen, dass da nur eine aufzeigt, halte ich für eine glatte Lüge. Wer von Ihnen kann nicht singen? Ah, es werden schon mehr. Was war es, wenn wir sagen würden, kommen Sie jetzt bitte auf die Bühne, wir machen einen Chor gemeinsam, dann wissen Sie, wie mir es dort gegangen ist. Ja? Brett vorm Kopf, Cortisolvergiftung im Gehirn, du hast keine Chance mehr. Und was habe ich gemacht? Wieder den alten Fehler, natürlich. Hat mir ja niemand gezeigt, ich konnte ihn ja nicht wegkehren inzwischen. Also wir haben getanzt, haben wieder zusammengestoßen und ich habe mich schon wieder auf die Heimfahrt gefürchtet. Und das hat der Tanzlehrer, der ein sehr guter Pädagoge war, gesehen und kam her und sagte, was hast du denn? Du hast doch bis jetzt alles so wunderbar gemacht. Und gesagt, ich habe mir da einen falschen Schritt eingelernt und ich kriege ihn nicht raus. Sagt er, pass auf, das nächste Mal, wenn der Schritt kommt, machst du stattdessen so. Probieren wir halt. Der Schritt war weg, weggekehrt, verrückt und auf einmal hatte ich Platz, den neuen Schritt zu lernen. Wir müssen das Alte wegkehren, sonst kommen wir nicht weiter. Und der Trainer von Marcel Hirscher, sein Vater, hat mir gesagt, der Marcel muss jedes Jahr den Carving-Schwung der Saison entlernen und vollkommen neu wieder zu lernen beginnen, ansetzen, damit er noch enger an die Tore ranfährt, sonst wäre der nicht seit 6 Jahren führend vorne dran. Du kannst nicht einfach nächstes Jahr schnöller fahren, sondern du musst neu beginnen, das anzusetzen. Also das Entlernen halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt und wie weise, dass uns dieses Märchen, dieses Bild des Kehrens schenkt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit sehr viel Care aus diesbezüglich. Ja, und jetzt sind wir beim letzten schönen Bild dieses Märchens. Nämlich nach dem Kehren, also dem Dekonstruieren, bekommt er einen Auftrag. Fang mich auf, sagt sie. Ich werde kommen und ich werde springen und fang mich auf. Und das tut er auch. Und das tun wir alle dauernd. Deswegen gibt es auch sehr viele Probleme mit diversen Rückenschmerzen, weil wir andauernd Kinder auffangen, Eltern auffangen, die Kollegin auffangen etc. Das ist auch ein sehr gefährliches Bild. Aber er tut was. Er fängt nicht auf und trägt sie jetzt irgendwo hin weiter, das tun nämlich wir dauernd, sondern er stellt sie hin. Er erdet sie und sich selbst. In dem Moment gewinnt er seine Sprache wieder. Im Kontakt mit der Erde, mit der jetzt blühenden Erde,
In diesem Moment wird sie transformiert, eine wirklich auf dem Boden der Tatsachen stehende Frau. Und wir sollten uns anschauen, ob wir, wenn wir Menschen auffangen, sie nicht viel zu lang um und umschleppen, wenn wir glauben, die könnten nicht selber gehen. Auffangen ist wichtig, immer wieder, aber dann auch auf den Boden zu stellen, zu sagen, ich kann dich nicht bewahren, ich gebe dir Raum, dich zu bewähren. Das, was eben Maria Montessori gemeint hat. Dann sind wir wirklich Pädagogen und Pädagoginnen. Und Sie wissen ja, die bei meinen Vorträgen in Weiz oder in Feldbach im letzten Jahr waren, wer der Pädagogos war. Der Pädagogos war jener Sklave im alten Griechenland, jetzt verstehen manche ihren Job besser, der, ein freier Sklave, der die Kinder von daheim abgeholt hat und zum Lernort begleitet hat. Er war nicht der, der sie unterrichtet hat. Er war und ist der Wegbegleiter und die Wegbegleiterin. Das heißt, es beißt das Kind und Pädagogos, der das Kind begleitet. Wir sind nicht die, die sie schleppen. Wir sind nicht der Christophorus. Wir müssen nicht alle mit einem halben Rückenmarkschwund um und dumm rennen, sondern wir begleiten die, die selber gehen, die ihren Weg gehen, die ihren Weg in ihre Zukunft gehen, die nicht mehr unsere ist. In der manches aus dieser Begleitung nachhallen möge, weil dieses Begleiten ja immer heißt, den Blick auf die Zukunft zu haben und auf den momentanen Schritt, jetzt hier. Als Pädagoge und Pädagogin muss man immer wieder schielen, ein Stück weit, ins Jetzt und in die Zukunft hinein, damit die, die wir jetzt begleiten, morgen nicht von gestern sind. Das ist so nachhaltig gedacht. Das alles war in dem Märchen drin, zumindest habe sie heute so gehört, als ich es erzählt habe. Danke, dass ich hier Pädagogos, hier Wegbegleiter habe sein dürfen. Und ganz schöne Tage hier noch.